Das ist Bern einfach. Jeden Tag die richtige Dosis Politik vom Nebelspalter. Kritisch und unabhängig. Der Podcast wird gesponsert von Swiss Life, ihrer Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben. Das ist Bern einfach vom 24. Juli. Ja, die Chefredaktion die befindet sich an einem unbekannten Ort, doch wir bleiben natürlich dran und wir reden über die wichtigsten Themen vom Tag. Am Mikrofon ist bei mir der Stefan Milius und mein Name ist Camilotti. Wir reden heute über das Wahrheitsministerium von Balthasar Glättli, die Überforderung der Justiz und das Versagen der Medien im Rassismusfall vom Gurtenfestival. Hoi Stefan. Wahrheitsministerium. Ich würde sagen, wir legen gerade los mit dem ersten Thema. Der Präsident der Grünen, der Balthasar Glättli, der fordert das Gremium, das politische Werbung ja auf ihren Wahrheitsgehalt prüfen soll. Das schreibt der Sonntagsblick. Er möchte die parlamentarische Initiative einreichen, die ein Gremium schafft, geleitet von den Ratspräsidenten, die können Rügen aussprechen können, wenn es zu irreführenden Kampagnen kommt. Stefan, wie muss man das einschätzen? Ich bin total begeistert, wie immer, wenn irgendwelche Leute nach irgendwelchen Gremien rufen. Nach Ironie pur gewesen. Es ist eine ganz furchtbare Idee, ist aber total im Trend. Man will inzwischen nicht mehr den Leuten selber überlassen, irgendetwas zu beurteilen, sondern man will ihnen erklären, was ist richtig, was ist falsch. Da geht es nicht um Wahrheit, da geht es darum, dass der Herr Glättli gern alles nicht hätte auf einem Wahlplakat oder im Inserat, wo ihm persönlich nicht passt. Wie will man denn bei einem politischen Slogan, bei politischen Forderungen den Wahrheitsgehalt abklopfen, was stimmt nicht? Da geht es in der Regel um Forderungen, um Zukunftsbilder. Also ein Beispiel ist ganz banal. Darf ich nur anschreiben, eine 10 Millionen Schweiz schadet dem Land? Kann man das noch sagen? Oder ist das falsch? Das ist eine subjektive Beurteilung. Ich weiss nicht, was er da genau meint. Er hat das Beispiel angeführt, oder es ist genannt worden in dem Zusammenhang mit dieser Forderung von dem KI-generierten Werbebild von der FDP, wo es darum gegangen ist, dass Klimakleber eine Ambulanz am Weg hindert und jemand verstirbt. Und das ist KI-generiert gewesen. Der Fall hat es so wie gezeigt nicht gegeben. Und der Balthasar Glättli findet, das ist unlautere politische Werbung, weil damit etwas geworben wird, wo es so nicht gegeben hat. Aber auf der anderen Seite hat es natürlich schon Fälle gegeben, wo Rettungskräfte von Klimakleber wirklich gehindert worden sind, um zu Verletzten zu kommen. Also die Aussage ist in dem Sinne nicht falsch. Und ein Gremium, wo das jetzt beurteilt, ist wirklich eine Pervertierung. Und dann gibt es auch immer die Vergleich mit der normalen Werbung. Auch die gibt es ja eine Lauterkeitskommission, die sagt, was ist unlautere Werbung, was nicht. Aber dort kann man das überprüfen. Wenn ich behaupte, dass mein Hustenbonbon Krebs besiegt, dann kann man das wirklich zweifelsfrei aus dem Weg räumen. Bei politischer Werbung ist das schlicht und einfach nicht möglich. Was stimmt schon, was stimmt nicht, das ist subjektiv. Also wieder so ein Versuch von der Bevormundung der Leute. Man will ihnen nicht zumuten, selber eine Botschaft zu beurteilen. Ja, vor allem der Punkt ist ja doch genau, dass man, wenn man politische Werbung macht, über das Beispiel gesagt, einerseits subjektiv und das andere ist, es gehört ja einfach dazu, dass man übertreibt, dass man zuspitzt. Die politische Kommunikation lebt ja auch von Emotionen, dass man die möchte wecken bei den Abstimmungen. Und irgendwie ist mir eher so ein Gefühl übergekommen, dass der Balthasar Glättli unglaublich enttäuscht muss sein, weil anscheinend will er nicht mehr die politische Debatte führen. Ich meine, er könnte ja im Diskurs sagen, dass Sachen falsch sind oder dass das Lügen sind von mir aus. Aber er möchte sich eigentlich davor drücken. Er möchte gar nicht mit den Gegnern reden oder die Argumente entkräften, sondern eben, er hat jetzt lieber ein Gremium, das das überprüfen soll. Und das Spannende finde eben, eine Rüge aussprechen, wenn etwas irreführend ist, ist eigentlich Wahnsinn. Ja, es ist wieder ein völlig zahnloses Instrument. Und wie du auch richtig sagst, man soll die Diskussion führen inhaltlich. Die Arena von Wahlen lebt ja eigentlich zu 90% davon, dass man sich gegenseitig vorwirft, was die jeweils andere behauptet. Das soll man argumentativ machen und sicher nicht irgendwie durch eben so ein Wahrheitsgremium. Übrigens sind die Grünen selber, die wären die Ersten, die betroffen sind davon. Ich mag mich erinnern, 2019 sind sie in die Wahlen gegangen. Das Slogan ist, glaube ich, behaft mich nicht, aber es glaube ich, Klima retten, Grüne wählen. Und man hat den Globus gesehen, einen Weltglobus. Und das ist aus meiner Sicht, wenn man so ein Gremium hätte, müsste man die Werbung sofort schwerst rügen, weil wenn man in der Schweiz die Grünen gewählt hat 2019, hat man nicht das Klima auf dem Globus gerettet. Das ist ja
Grössenwahnsinn. Also, der Balthasar Glättli und seine Kollegen retten kaum das weltweite Klima. Also, es ist aus meiner Sicht eine völlige Falschaussage, wenn man einen Globus dazu zeigt. Also, vor dem ist keine politische Seite gefeit. Das machen alle. Alle arbeiten mit Übertreibungen, mit Vereinfachungen. Muss nicht einmal eine Lüge sein. Ist halt vielleicht einfach eine Pauschalisierung oder Vereinfachung. Und da sollen wir aufhören, irgendwelche Sachen zu suchen, sondern eben, wie du richtig sagst, man soll darüber diskutieren und dem anderen ins Gesicht sagen, ihr behauptet Schrott. Und wir als Stimmbürger können die Debatte verfolgen und dann beurteilen, wer hat aus unserer Sicht Recht oder nicht Recht, aber sicher nicht irgendein Gremium. Mir ist vor allem in Erinnerung geblieben, damals zu der Konzernverantwortungsinitiative. Dort hat man ja das Bild von einem Mädchen gebraucht für die Plakatkampagne. Und das hat ja auch so ein bisschen zu einem Aufruhr geführt, oder dass man das Bild braucht oder eben missbraucht hat im Endeffekt von dem Mädchen. Und ganz ehrlich, es ist einfach so eine, wieder so eine Wirkung, dass man das Gefühl hat, der Stimmbürger sei ein Vollidiot. Also er checke gar nichts und er sei zu dumm, zum erkennen, wenn etwas eine Überspitzung sei oder eben, dass man übertreibt, sondern nein, er braucht eine staatliche Stelle, die geleitet wird. Und es wird ja wahrscheinlich auch etwas kosten, das Ganze. Vor allem, wenn es ja von den Ratspräsidenten geleitet wird, wir haben die ja zusätzlich Geld dafür bekommen. Wir brauchen den Staat, der uns als Stimmbürger sagt, was richtig oder falsch ist. Ja, und wir brauchen auch eine lebendige Demokratie. Wir brauchen das Interesse der Stimmbürger der Demokratie. Und es muss etwas laufen in einem Wahlkampf. Wir haben, weiss Gott, genug Wahlverdrossenheit in dem Land. Und wenn man jetzt einfach alles abnivellieren will auf garantiert überprüfbare Fakten, die dann auch so langweilig daherkommen, ist das für mich auch nicht wirklich zielführend. Ich möchte gern einen harten, fairen, aber einen harten Wahlkampf. Ich möchte gern Maximalforderungen. Ich möchte, dass Pol sichtbar werden, damit die klaren, informierten Entscheid fällen kann. Und wenn dann, jetzt reden wir von Rügen, aber ich würde einfach erinnern, das sind immer die ersten Forderungen. Irgendwann wird es auch verboten sein. Mhm. Das ist bei den Grünen gar keine Frage. Der nächste Schritt wäre, man muss das dem Gremium vorlegen und dann tut das wahrscheinlich absegnen, ob man einen Slogan oder eine Aussage auf einem Wahlplakat darf machen oder nicht. Und mir graut es vor einem Wahlkampf, wo zuerst gestrahlt wird von irgendwelchen Aufräumern und Aufpassern, die da eben das Volk wollen quasi schützen. Ich möchte nicht geschützt werden. Ich möchte nicht einmal von Lügen geschützt werden. Wirklich nicht. Ich kann das selber. Ich schaffe das selber. Wenn es der Walter Sagletti selber nicht schafft, dann tut es mir wahnsinnig leid, aber ich brauche keine Kindermädchen mehr, die mich schützt vor bösen Sachen. Ja, es ist ja eben, wie du sagst, mal nur der Anfang, oder? Zuerst mal eine Rüge. Mir ist noch ein anderer Vorstoss aufgefallen, und zwar soll man eben eine Kennzeichnung einführen, wenn ein Bild bearbeitet wird. Und die Hauptidee war eigentlich zuerst mal Social Media, oder man hat immer die Kritik daran, es zeigt auf Instagram ja nicht die Wahrheit, die Bilder sind bearbeitet. Ja, natürlich sind sie, das wissen wir. Und jetzt möchte man eben auch in der Schweiz, dass man, wenn man ein Bild bearbeitet, dass man das kennzeichnet. Und ich habe mir schon mal überlegt, was würde das heissen für die Wahlplakat? Come on. Jedes Wahlplakat ist irgendwie bearbeitet. Und ich kann auch aus Erfahrung sagen, vor allem die älteren Herren lassen gerne mehr bearbeiten als die Jüngeren auf ihren Fotos. Führt das im Endeffekt eigentlich dazu, dass auf jedem Plakat steht, ja, da ist Photoshop verwendet worden, damit wir es ein bisschen besser aussehen. Und am Schluss haben wir wirklich nur noch, ich stelle mir das irgendwie vor, weißt du, so wie bei diesen Ziggy-Päckchen, dass man vorgefertigte Wahlplakate hat, die für alle gleich aussehen. Und alles hat müssen abgenommen werden, damit man bloß das staatlich reguliert hat. Ja, es hat im Thurgau mal einen Ständerat gegeben. Sogar Parteipräsident ist der Mann gewesen, der sich seine ein bisschen unglücklich gewachsenen Zähne richten lassen hat fürs Wahlplakat. Er hat mal einfach ein wunderschönes Gebiss gehabt. Ich finde, es sollte erlaubt sein. Ich glaube, es hat wahnsinnig viele Stammtischsprüche nachher gegeben, weil jeder gewusst hat, dass er eigentlich nicht so aussieht. Muss jeder selber wissen, ob er sich das will antun oder nicht. Aber eben, ich glaube, die künstliche Welt ist auf dem Vormarsch. Wir dürfen sowieso nichts mehr glauben, was wir sehen. Aber nochmal, bitte nicht ein Gremium und nicht ein sogenannt unabhängiges Gremium. Das Wort macht mir sowieso Angst. Bitte, welches Gremium von dieser Welt ist denn unabhängig? Irgendjemand beruft das Ding. Wir kommen gerade zu einem anderen Gremium. Und zwar, heute ist herausgekommen, dass die Zahl ja, von der Kriminalwelt ist sehr, sehr hoch. Und offensichtlich ist die Staatsanwaltschaft total überfordert. Und zwar, es war im Tagesanzeiger, die Fälle die bleiben liegen. Einerseits das Personal fehlt. Und wenn man sich das anschaut, ja, allein im letzten Jahr sind
über eine halbe Million neue Fälle dazugekommen. Und davon sind über 113'000 sogar noch offen. Allein im Kanton Zürich sind es mehr als 10'000 Fälle. Und das liegt gemäss dem Tagesanzeiger, bin ich fast noch ein bisschen erstaunt gewesen, daran, wie die Bevölkerung steigt und weil dadurch auch das Konfliktpotenzial zunimmt, aber auch weil wir immer mehr Gesetze haben. Was sagst du dazu? Ja, ich glaube, eine Flut von Gründen. Also, das eine ist sicher, die Gesellschaft wird immer komplizierter und immer grösser wird. Das andere ist die Tendenz, statt beim Nachbarn schälen, verklagen gescheiter mal schnell oder reichen Anzeige ein, wenn man, den Baum nicht passt, den man im Garten hat. Ein weiterer Faktor ist wahrscheinlich auch gesellschaftlich oder medial geschürt. Man muss ja heute über alles sich empören und dann bitte auch sofort Strafanzeige einreichen. Man muss sich nicht wundern, dass wir so eine Flut haben von unbearbeiteten Sachen, wenn Staatsanwälte wirklich das Gefühl haben, sie müssen quasi als Offizialdelikt losgehen, um irgendeinen Theater von einem Jodelclub, der sich das Gesicht schwarz anmalt, juristisch verfolgen. Also das ist auch hausgemacht, das Problem. Wenn wir aus allem ein riesen Problem machen und aus allem sofort einen Fall für die Justiz, dann haben wir das einfach. Ein Faktor, wo man in dem Artikel... Nein, der ist auch drin, wo man aber wirklich muss betonen, auch wenn es vielleicht ein bisschen komisch tönt, aber es ist auch für die Täter ein Seich, wenn du musst jahrelang warten, bis ein Urteil vorliegt. Das ist irgendwann wird es einfach unwirklich. Man hat, so komisch, dass es tönen mag, aber man hat auch das Recht auf ein schnelles Urteil, dass man kann abschliessen kann mit dem Seich, was einem passiert ist oder was man gemacht hat. Und von dort ist die lange Latte von Fällen, die man vor sich einschiebt, ist wirklich ein Problem und bringt das System auch einen Anschlag. Das Gleiche ist natürlich auch für die Opfer. Wenn man natürlich jahrelang muss auf Gerechtigkeit warten und vielleicht auch immer wieder mit dem konfrontiert wird, was einem passiert, und man verliert natürlich den Glauben an die Justiz, wenn das so lange geht, wenn das liegen bleibt. Man hat dann das Gefühl auch, dass man vielleicht als Opfer nicht ernst genommen wird, dass einem ja, der eigene Fall, dass der gar nicht so wichtig ist in der Justiz. Und das ist natürlich ein grosses Problem. Was du gesagt hast, mit hausgemacht, ich glaube, ein Punkt, der sicher auch noch dazugekommen ist, sind die Anzeigen im Rahmen von Social Media und im Internet. Also, wenn man dort wahrscheinlich Zahlen anschauen, kann ich mir gut vorstellen, dass man dort das Wachstum sieht, oder? Sobald man etwas im Internet sagt, kommt es relativ schnell zu einer Anzeige. Auch oft lange Zeit, bis da etwas passiert. Die Leute sind anonym, es werden auch keine Daten rausgegeben. Und ich kann mir gut vorstellen, dass das etwas ist, was natürlich neu dazugekommen ist, dass man all diese Fälle auf Social Media für die kleinste Aussage jetzt plötzlich bei der Staatsanwaltschaft hat. Das ist ganz sicher so. Und noch erschwerend dazu kommt, dass man eine ganze Industrie hat, die das fördert. Wir haben Antirassismus-Beratungsstellen, Diskriminierungsberatungsstellen, wir haben Netzcourage und wie sie alle heissen, wo wirklich ihre Aufgabe drin sind, so Sachen zu suchen und eben Anzeigen einzureichen. Ich habe überhaupt nichts dagegen, dass sich jemand juristisch wehrt, wenn er wirklich persönlich das Gefühl hat, er sei angegriffen worden auf einem Niveau, wo nicht geht. Das Recht hat man, oder es ist ein Recht. Man kann nicht sagen, hör auf mit dem Seich. Aber wenn es natürlich Industrien gibt, wo sich eigentlich nur ihre Existenz rechtfertigen, indem sie eben möglichst aktiv sind und dann jeden Fall müssen aufblasen und sofort zu einem Richter rennen, dann haben wir natürlich logischerweise nochmal eine Zunahme. Und das ist im Moment wirklich krass, was so Antirassismus, Antidiskriminierungsstellen, was die alles ausgraben, was man auch noch könnte verfolgen, zum Zeichen setzen. Und mit dem wird eine Justiz belastet, wo dann eben, Entschuldigung, wenn ich das so sage, aber wichtigere Sachen liegen bleiben. Und vor allem leiden dann auch die echten Opfer von Rassismus und Diskriminierung, wo es ohne Frage ja gibt. Die leiden auch darunter, weil die einfach in einem Wust versinken, von völlig belanglosen Vorwürfen, wo man muss sagen, das hat ja nicht einmal jemand gemerkt, dass das passiert ist, und jetzt muss sich wirklich das Gericht damit beschäftigen. Ja, und vor allem, wenn man dann noch die Diskussion im Parlament dazu beobachtet, es kommen immer wieder neue Forderungen, gerade bei dieser Antirassismus-Strafnorm, dass man die erweitert, dass immer mehr Sachen strafbar werden, die dann auch schwieriger sind, die schwammig sind, um nachher auch beweisen, die dann im Endeffekt eben auch zu dieser Überlastung natürlich im Endeffekt werden beitragen. Und ja, ich glaube, Rassismus ist vielleicht gerade... Oh, ja, sicher. Nein, das ist im Prinzip hast du es mit dem gesagt, aber eigentlich tut man die Justiz ausnahmsweise mal leid und der Gesetzgeber soll sich bitte jetzt ein bisschen in den Hintern kneifen und da sich mal praktikable Lösungen überlegen.
Offene Fragen haben wir auch noch bei unserem letzten Thema. Und zwar geht es dort ums Gurtenfestival. Dort kann man eigentlich zuerst mal etwas Gutes sagen. Die haben 100'000 Besucher gehabt und das ist ein Publikumsrekord. Doch über das reden wir nicht, sondern es geht um einen Fall, wo ja gemäss den Medien für weniger Freude gesorgt hat, neben der Bühne. Und zwar haben ja Besucher, und ich hasse das, es macht mich wirklich aggressiv, wenn du ja ein Getränk kaufst an einem Festival, bekommst du immer so einen schönen Jeton und du musst ein Depot zahlen und den kannst du nachher wieder abgeben. Und am Gurtenfestival hat es einen Stand gehabt vom Café Revolution und dort hat man können sein Depot spenden. Also man hat dann damit können, das Kollektiv, das im Rahmen von Black Lives Matter entstanden ist, können unterstützen. Die machen einen Safe Space für Personen, die Rassismus oder Sexismus erfahren haben. Und die haben eben am vorletzten Samstag über Instagram eine Nachricht rausgelassen. Und zwar, dass sie eben ihren Stand haben müssen sofort schliessen, weil sie sagen, mit Gewalt und Rassismus konfrontiert wurden, wo eben ja, das Zumutbare übersteigt und sie können nicht die Verantwortung für ihr Team übernehmen von schwarzen oder schwarz gelesenen Menschen, dass man die eben nicht so einer Situation aussetzen darf. Doch Stefan, was haben die Medien daraus gemacht? Das ist ja vor allem das Spannende daran. Ja, sie sind natürlich aufgekumpelt, weil das ein Thema ist, das einfach offensichtlich gelesen wird und wo man wahnsinnig sensibilisiert drauf ist. Das Problem ist einfach ein Satz, den du quasi zitiert hast, die Grenze vom Zumutbaren ist erreicht. Da fragt sich halt, was ist zumutbar und was nicht. Ich glaube, an so einem Festival rennen ein Haufen betrunkene Leute umeinander und ich habe keinen Zweifel, dass an dem Stand, aber auch ganz andere Stände mit weissen und weiss gelesenen Leuten irgendwelche verbalisch am Mützel gelaufen sind oder irgendwo mal ein Teller geflogen ist oder was auch immer. Es weiss einfach niemand, was an dem Stand genau gelaufen ist. Die Rede ist auch von Gewalt. Es gibt allerdings keine Meldung an Polizei. Die Polizei weiss von nichts. Kann also nicht irgendwie wirklich ausgeartet sein. Und mein persönlicher Verdacht ist einfach das Café Revolution, oder wie es heisst, das lebt eben, wie die Industrie, die ich vorher erwähnt habe, zusammen mit Justiz, das lebt ja auch von der Bewirtschaftung vom Problem. Also wenn es morgen kein Rassismus gibt, was soll denn so ein Treffpunkt? Also die brauchen das, wie die nähren sich von dem. Und ich bin einfach wahnsinnig misstrauisch, wenn es wirklich massiv gewesen wäre, was dort vorgefallen ist, dann hätten die konkret können sagen, was passiert ist, die hätten können sagen, das und das ist gemacht worden, unter dem haben unsere Mitarbeiter gelitten. Aber es ist alles so obskur, so schwammig. Und das kann ich in dem Sinne nicht so ernst nehmen. Was die Medien daraus gemacht haben, sie haben nachverzählt, sie haben nachbettet, dass es zu verbaler Gewalt und Gewalt gekommen sei. Haben müssen Klammern dazu setzen, man weiss nicht genau, was passiert ist. Aber erzählt haben sie sicherheitshalber eben gleich einmal. Und es braucht heute so wenig, ein Instagram-Post, eine Bemerkung auf Facebook und die Medien kommen betroffen und sagen, furchtbar, was da passiert ist. Wir wissen nicht, ob überhaupt wirklich etwas passiert ist. Das ist Tatsache. Das ist eben das Krasse an dieser Geschichte, oder? Man hat den Instagram-Post gehabt, alle Medien sind darauf aufgestiegen und die Veranstalter von dem Café Revolution, die haben dann gesagt, eben, sie äußern sich nicht weiter dazu. Und eigentlich würden wir erwarten, okay, vielleicht ist ein Tag Pause und dann kämen wir mit einem Statement, was ist genau passiert, wie geht man dagegen vor. Aber bis heute hat man sich nicht mehr dazu geäussert. Es steht also einfach, der Instagram-Post steht einfach da, ohne irgendwelche genaueren Angaben. Und da muss man eben schon die Kritik an den Medien üben, dass man das einfach weiter verbreitet hat, ohne dass man wirklich gewartet hat, dass es Informationen dazu gibt. Und im Endeffekt, sind wir ehrlich, die Glaubwürdigkeit von der Branche leidet, wenn wir nichts anderes machen, als einfach von irgendwelchen Organisationen Social Media Posts als Artikel weiter zu verbreiten. Also es hat wahrscheinlich zwei Gründe, wieso die Medien es machen. Erstens sind sie ja auch voll dabei, wenn es darum geht, uns zu erklären, dass es immer mehr Rassismus, Diskriminierung und so weiter gibt. Das ist das, was uns permanent reinpaukert. Und das andere ist eine gewisse Angst. Wenn sie würden, so wie wir es jetzt da gerade machen, die ganze Geschichte ein bisschen hinterfragen, gewisse Fragezeichen setzen, dann sind sie gerade in der Mitschuld. Dir ist Rassismus egal, dir ist Diskriminierung von Menschen mit anderer Hautfarbe egal. Also du wirst dann mitschuldig. Es ist eine ganze Kette. Sobald du Fragen stellst, gehörst du dann auch zu den Bösen. Und Medien schaffen, die haben eine wahnsinnige Angst davor, in dem Lager zu enden. Die tun lieber einmal einen Vorwurf unprüft weiterverbreiten und damit tun sie quasi einem Guten dienen,
als eben valable Frage stellen und sagen, was ist denn eigentlich wirklich passiert? Und ich finde, das wäre die Aufgabe der Medien, aber sie sehen das nicht mehr als ihre Aufgabe, sie wollen sich nur noch beliebt machen bei einer bestimmten Seite. Und wenn eben Leute wie wir jetzt Fragen haben, sind wir eben gerade im Kartell des Bösen, nur weil wir Fragen stellen. Und das sollte eben nicht so sein. Und ich glaube, das ist gerade der perfekte Aufruf. Also wir beim Nebelspalter, wir hinterfragen Sachen. Und darum tun Sie uns abonnieren online oder hören Sie natürlich unseren Podcast Bern einfach. Das ist nämlich die Ausgabe vom 24. Juli. Tun Sie uns weiterempfehlen, tun Sie uns vor allem auch hoch bewerten. Und wir hören uns morgen wieder auf dem gleichen Kanal zur gleichen Zeit. Danke Stefan, dir und bis morgen. Das war Bern einfach, gesponsert von Swiss Life, Ihrer Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben.